Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hogwarts Legacy. Wir haben das letzte Mal damit aufgehört, dass wir hier diesen kleinen Kampf hatten, als wir hier mit der Dame geredet haben. Und wir sind schon wieder 6 Tage vergangen, als es passiert ist. Und wir sollen mit ihr jetzt wieder reden. Ich habe noch im Kopf, dass wir unser Kampfset, also das mit 1, 2, 3, 4 da rechts unten, noch anpassen sollten. Und ich wollte umstellen auf Controller. Habe ich natürlich noch nicht gemacht. Ich hoffe, ich kriege das hin, indem ich mir da entsprechend ein gutes Set mache für da rechts unten, dass die Kämpfe besser sind. Ja gut, ich würde sagen, reden wir mit dir, mal schauen, was sie zu sagen hat. Interagieren. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten 2 Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiter forschen, bevor sie wiederkommen. Wer ist Priya? Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin. Sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Frage an die Regie. Ist die Lautstärke vom Spiel soweit okay oder soll es ein bisschen leiser machen? Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin, Artus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Cadogan Sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Ich habe den letzten Stream jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, genau dieses Gespräch hatten wir eigentlich schon und dann habe ich beendet. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genau das schon mal gehört haben. Aber dass wir das hier noch nicht gemacht haben. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Okay. Ich habe das Malvenkraut. Und jetzt? Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Okay. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Wo siehst du einen Scheiterhaufen? Hä? Oder meinst du die da oben? Ach, Moment, ich habe eine Idee. Incendio. Oh ja, okay, die alles klar. Senken den Scheiterhaufen. Ich muss da näher ran für das. Oh, noch näher ran. Kann es sein, dass ich... Seltsam. Oh, nee.
Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Ja, ich glaube, ich muss dafür schnell genug sein. Also, drei. Livioso, im Zentrum. Drei. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Nice. Oh, wie wunderschön. Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Einfach mal so aus dem Nix. Und, was sagst du jetzt dazu? Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Ja, okay, aber wir haben jetzt überhaupt keine Infos. Ich meine, der Pavillon ist jetzt dein... Okay. Ja, alles klar. Ich meine, der Pavillon ist jetzt entstanden mit der Figur zwischendrin, aber ansonsten... keine Info, aber das war jetzt gerade irgendwie geil, wie sie da zusammenpackt hat. Okay. Was müssen wir jetzt eigentlich mal machen? Ab in das Buch. Ich glaube, wir schauen erstmal in die Eulenpost rein. Lucan, was bist du für mir? Es ist Zeit, ne? Achso, das ist das mit dem Duellieren. Okay. Kommen Sie zu mir. Okay. Zusätzlichen Verteidigungszauber beibringen. Erlegen Sie bitte meine Aufgaben. Okay, und du. Lies so bald wie möglich in Lower Hogsfield. War das nicht hier? Aufträge. Also mal schauen. Unterrichtsstunde Kräuterkunde. Professor Hackerts Aufgabe 2. Entgehe Erfolge gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. 10-mal. Ja, toll. Das wird schlimm. Haben wir schon in der ersten Episode gesehen. Geh zum Koboldlager. Sprich mit Lucan Battleby und... Ach, das ist zweimal das da. Unterrichtsstunde Kräuterkunde. Ach, mach mal das mal. Karte. Mal schauen. Wir könnten hinlaufen, aber das machen wir mit Schnellreise. Ich glaube, der nächste Punkt wäre das hier. Einmal reisen, bitte, danke. Also für das, dass die Welt so groß ist und erteilreich ist, dauert das Laden jetzt wirklich nicht lange. So. Einmal nach rechts oben. Ne, gar nicht. Hier runter müssen wir. Oh, okay. Sieht schon mal aus wie so ein Gewächshaus. Ich würde mal sagen, das ist ein... Ja, nicht Bonsai. Kirschbaum? Das soll ein Kirschbaum sein. Holy shit, jetzt sehe ich das erst. Krass. Wir müssen aber hier rein. Ah, ja, okay, hier komme ich nicht rein.
Oh no. Ihr habt mir einen Coderfehler gekriegt. Was soll das denn? YouTube und Twitch werden sich jetzt gleich freuen. Denn ich musste leider den Stream gerade nochmal durchstarten. YouTube läuft wieder. Twitch ist gerade noch dabei. Also an YouTube und Twitch, es tut mir leid, aber das scheint so, als ist der Encoder gerade irgendwie abgerauscht. So, anfangen. Los geht's. Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio. Mal sehen, was wir für unsere fasrigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Keine Vorwarnung, ich glaube, es könnte jetzt laut werden. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Über das im Film, ich glaube, wenn du da keinen Schutz anhast, dann fällst du in Unmacht. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Hm. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Gute Frage, keine Ahnung. Ja, dann machen wir mal weiter. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Das stimmt. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja, und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Also schützen Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Was ist dabei die Definition von später? Laune des ein paar Tage oder Stunden? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Megapowertrank. Die Welt dieser Heilkrauts werden für die... das brauchen wir für den Megapowertrank. Die Diplomsamen können bei die magische Rübe erworben und in Töpfen jeglicher Größe gepflanzt werden. Wachstumszeit 10 m, also 10 Minuten. Vermute ich mal. Ja, sind 10 Minuten. Gut gemacht.
Sobald er geerntet werden kann, ist ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Okay, also das ist dann quasi unsere Tränkefabrik hier. Aber wir haben einfach nur einen Topf. 8 Minuten. Übrigens, ein Zauberstab ist keine Schaufel. Ja, würde ich mal hoffen. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Okay, wenn du darauf bestehst. Da habe ich keine Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht. Ah, das war doch nur ein bisschen mehr Glück mit dem Duell. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Oh, das sieht aber geiler aus. Hol ein paar Kohlköpfe. Aber pass auf deine Finger auf. Hab mal fast den Daumen verloren. Schwester Blaney hat ihn wieder dran gemacht. Aber glaub mir, das willst du nicht erleben. Das sieht nicht so kinderfreundlich aus. Siehst du die Übungspuppe? Ach, ich kann einfach F drücken, okay. Er macht den Rest. Ich soll die hinwerfen. Give me a second. Kann ich das irgendwie hier machen? T? Ich glaube, ich sehe keine Option dafür. Ach, halte Tab gedrückt und tippe auf, um das Werkzeugrad. Ah. Ah, I see. Die Bandschaft auf Tappen den Zugriff des Werkzeugs benutzen. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den. Okay. Howdy, schätze die Dinge aggressiv. Gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Stell dir mal vor, wie komisch es im Kampf wäre, wenn ich das einfach mal raushol, platziere und dann attackiert dich da einfach mal so ein Kohl. Ja. Nur weil die Kohlköpfe eine Puppe anknabbern, heißt das nicht, dass sie das auch bei, sagen wir, einem Kobold tun würden. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Kann ich das auch einfach mal so werfen, während du da bist? Greifst doch du mich an? Okay. Mehr einsammeln. Dankeschön. Wird schon nicht schaden. Ja, bitte. Ich hab dich schon. Ach so, ja, doch, wir sind ja wieder bei der Tür da. Aufwerten oder sich aufrollen. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Und was ist mit mir? Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise.
denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Ja, das war bestimmt nicht das letzte Mal. Aber okay, jetzt haben wir den Alraun, ihr neues Hilfe Zuhause. Für uns im Kampf. Gehör opfern muss. Okay, ab in die Aufgaben. Aufträge. Ich gehe jetzt, das war das mit dem Ausweichen. Geht zum Koboldlager, sprich mit. Jetzt gehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle. Das heißt, damit wir eigentlich mit der Story weiterkommen, müssen wir eigentlich fast das hier machen. Shit, wie habe ich denn diese Ausweichrolle machen müssen? Kein Finger voll unter für ein paar Zehen. Andererseits im Duell in der dritten Runde könnte ich da auch entsprechend trainieren. Ich gehe mal zu ihm. Okay, Kati. Wo ist er denn? Der ist da. Shit, wie ging denn das mit der Ausweichrolle? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Sagt wer? Okay. Moment mal, ich bleib runter, ne? Und hier rein, I guess. Komm, lass mal fertig. Ja, das sieht richtig aus. Regie, könntest du mir gerade mal sagen, wie das mit der Ausweichrolle nochmal gewesen ist? Also sonst muss ich mir ganz schnell in Google noch googeln, damit ich das... Holy shit, ist das schön. Oh, ich könnte mir nur die Landschaft angucken, ne? Denn das mit der Ausweichrolle? So, was hast du zu sagen? Hallo, Lukan, ich würde gerne Übungspuppe trainieren. Übungspuppe erstmal, was? Unten links. Hallo, Lukan. Ich würde gerne mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Ja, so bereit, wunderbar, wie es sein kann. Ich bereite, ne? Alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Unten links. Ach, warte mal, jetzt werden wir mal. Moment. Das war T. Also mal schauen. Eins brauchen wir mal
Kann ich dich wegziehen? Nee. Ah, Desaisonierung, Desvolumus, Desvoreparo. Warte mal, das anders. Hier hätte ich gerne mal auf der 2. Das hätte ich gerne auf der 3. Das auf der 4. Und. Was haben wir hier? Leviose. Lumos machen wir dafür auf die 4. Leviosus. Accio. Incentus. Leviosus. Accio. Incentus. Leviosus. Nicht auf. Accio. Incentus. Leviosus. Leviosa nimmt er irgendwie nicht. Ach shit, wie war denn das mit Ausweichen? Das war interessant. Ach hier. Incentive. Leviosa. Okay, Combo war drin. Mehr? Na komm, wie fesch. Okay, Combo hat funktioniert. Aber. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke. Das war nur wegen deiner Hilfe. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Ich schau mir das nochmal an. Aufgaben. Zaubertränke unter dich besuchen. Das ist jetzt neu. Ausweichrolle. Ich glaube, der muss mich effektiv angreifen. Und dann mache ich mit Links und Steuerung diese Rolle. Ja, okay. Lass mal den letzten Kampf machen. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Eigentlich so gar nicht, aber... Auf jeden Fall. Mal sehen. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Sebastian? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ey, 4-2, das ist unfair. Doch bin ich rote Schilde. Ziehmission. Ja, das letzte, gleich wie letztes Mal. Okay. Incendio. Accio. Von Ringo. Ja, das wird so gar nichts. Accio. Fuck. Okay. Oh. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Ja, willst das kann man wohl sagen. Ja, grad bitte ja, nochmal. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Ziehen wir hier ein Caps Lock. Ja. Was? Ah. Descendo.
ins Händchen. Levioso. Protego. Der Zauberstab. Levioso. Nein! Ich kann das einfach so gar nicht. Versuchst du es nochmal? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Ich glaube, für solche Sachen brauche ich wirklich den Controller. Oh, stimmt ja. Ich habe ja die Kollegen noch. Ah, das wird keinen Unterschied bringen. Ich probiere es nochmal mit den Kollegen da. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Na, wer kommt denn da? Bereit für eine neue Chance? Ah, nö. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ich nehme jetzt mal die Nezei. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Nati. Okay. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Meisterschaftsrunde. Caps Lock. Sieger aus. Was? Er hat ja den falschen. Protego. Incendio. Das war's mit meiner Liste. Protego. Das ist alles. Fuck. Incendio. Rubioso. Nee, das kriege ich einfach nicht hin. Okay. Ja, das lassen wir. Versuchst du es nochmal? Nein. Das ist doof. Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Nee, Duellkämpfer sind überhaupt nichts für mich. Okay, ich muss aber trotzdem das mit dem Ausweichen noch irgendwie machen. Hat er zumindest... Nee, er hat natürlich null gewertet. Wirke Incentive auf Gegner 5-mal. Entgehe erfolgreich genischen Angriff per Ausweichrolle. Das war die letzte Duellrunde. Koboldlager. Okay, machen wir das mit dem Unterricht. Gerade, wo müssen wir hin? Nehmen wir mal das hier. Fünf Minuten später. Auf Professor Sharps Tisch war ein Aurorenabzeichen. Ich wette, er weiß noch mehr über den Koboldaufstand. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Ach, da muss er wirklich arbeiten dafür. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein.
Muss ich das denn jedes Mal machen, wenn ich jetzt das im Trank machen will? Oder ist es jetzt nur für die Unterrichtsstunde? Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Okay, alles klar. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja, hat er? Warum? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial! Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Soll mal Spaß machen oder nicht Spaß machen? Ach, warum auch nicht? Mal schauen, was passiert. Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Okay, mach halt einfach bitte keinen Scheiß. Wer gut vorbereitet sein wird. Straßenköterfell, das ist aber ein ziemlich großes Fell für einen Straßenköter. Brief bei Borgen und Burks kommt vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Hof des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Eier. Interessante Eier. Was gibt's hier? Okay. Wenn das die Feder ist, dann wird es auf jeden Fall auffallen, wenn die fehlt. Just saying. Aber let's be real hier. Daran, beim Brauen von Tränken muss man exakt sein. So, bitteschön. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Und die Weile ist was? Na gut. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Also, wir brauchen den Mega-Power-Trank und der Zeug. Okay, alles klar. Wir finden die Zutaten. Das Hocklumpfsaft und was gibt es am Blätter? Ja, blöd, ne? Hey, aber Moment mal. Ach so, machen die das. Boah, wenn du das dann für
5, 6, 7 Tränke machst. Du bist aber ein bisschen beschäftigt. Ich meine, für die Atmung ist natürlich ein Plus, dass es natürlich entsprechend Zeit dauert. So, aufheben. Und jetzt das Seifenkraut und... Seltsam. Was ist da Warum? Los? Ach so. Moment, wo war das denn? Ah! Das war so klar. Ja, Mini-Feuerwerk. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ja, ich glaube, das war ziemlich offensichtlich, nachdem ich der Einzige gewesen bin, der ins Büro gegangen ist. Aber was hast du dazu sagen? Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Gar nicht wahr? Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Okay. Ich denke, wir können wir uns jetzt noch ein bisschen... Aufregung für einen Tag. Oh, ich habe mich gerade gefragt, ob die da einfach statisch weitermachen, aber die Leute gehen ja wirklich, nachdem er das gesagt hat. Bis auf Weasley und ihm, mit dem wir reden können. Okay. Ich will mal schauen, was gibt. Okay, da geht's nirgendwo hin. Werter Slytherin, Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen. Und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Vor allem nicht Professor Black. Okay. Soll ich das machen? Also, Aufgabenbuch, was sagst du? Aufträge? Notizen finden, ausweichen und es ist soweit noch alles gleich. Okay, Karte. Oh, das ist ganz da hinten. Halt, nein, geh zurück. Haben wir da einen Wegpunkt? Ja, den hier. Der ist so halbwegs in der Nähe. Schöne Feder. Ach, das ist... Ja, okay. Alles klar, ich weiß, wo wir sind. Hallo? Hat Hitler Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen? Passen Sie sich auf, niemand ein Wort hier von... Scrope? Wer ist Scrope? Ich habe so das Gefühl, das ist nicht so gut, was da... Hallo? Einfach mal so? Okay. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ah, da ist sie. Ah, wie konnte ich jetzt noch mal Sachen holen? Nee. Was ist das? T.
Ach, der war das. Ach, drei. Ja, stimmt ja, mit drei. Oder? Ein bisschen. Ja, die Kiste wollte ich jetzt nicht haben, aber schön, dass wir eine Kiste hier haben. So geht's ja auch. Fast da, Susi nach den Kürbissen gleich in den Steinkreis in einem von ihnen werden sie fündig. Vielleicht können sie den armen Scrub mit den gebrochenen Herzen helfen. Kürbisse. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Weißt du? Die nächste. Oh, I see. Oh, das passt sogar so weit, so wie im Film. Kann man bitte ins Haus reingehen? Bitte, 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 bitte. Oh, wir können. Da ist aber nicht viel los hier. Ah, und das ist dann die Toilette. Alles klar. Sorry, dass ich da gerade ein bisschen am Looten bin. Oh, das ist echt winzig. Na gut. Was mit dir? In einen von den Kürbissen werde ich finden. Oh, tut mir leid, dass ich die kaputt mache. Und da wär's. Die junge Schlange muss zwischen unglaublich neugierig sein. Schiffskörper am Rand des Wassers bei den zerbrochenen Stiegen. Runter zum Wasser. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Das wird es vermutlich aber schon sein. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja. Sumpfkrattler. Oh. Was bist du? Ah, Degelsaft, alles klar. Alles mit. Incendio. Es hat ein Feuersymbol. Muss ich das für dich was machen? Okay. Draufhalten. Kann ich dafür sorgen, dass du brennst? Ach, das ist wieder eine Mission für sich. Schauen wir uns später an. Andererseits... Nö. Hätte das sein können. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Scrope ist der Name. Scrope dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrope wollte sichergehen, dass Sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrope ist dankbar. Scropes verstorbene Herrin Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts.
Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium, verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scope hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scope möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Ah, die Betonung von Scope ist schon ein bisschen schräg, aber okay. Woher wusstest du von dem Buch, das ich gefunden habe? Ja, das wäre mal die brennendste Frage. Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scope hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihn ziert das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scope ihn zurückholt. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scope und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Kein Kommentar dazu. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scope ist erleichtert. Scope hatte gehofft, dass der Slytherin-Neuzugang helfen würde. Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste und stellen Sie ihn dort aufs Podest. Viel Glück! Okay, Scope das... wird hier auf Sie warten. Viel Glück bei der Suche nach Ihren Seiten. Und dem Ring. Ja, das, glaube ich, wird ein Desaster ändern, aber okay, mal schauen. Gerade da hinten. Was? Oh, holy shit. Incendio. Fuck. Hat das mit den Ausweichen klappt einfach überhaupt nicht. Letzter Checkpoint, bitte. Ich hab's gewusst, das endet nicht gut. Und da kommt der erste Zwischengegner. Einfach Mobs auf der Karte und mach mich platt. Ach, bei dir bin ich wieder. Okay. Wo war der? Ach, da. Oh shit, der ist Level 10. Moment mal, Level 10. Soll ich das jetzt überhaupt schon? Ja, eigentlich schon. Ja, dann. Ich gehe erstmal so lang, ne? Viel Spaß da hinten. So fies, da einfach mal versteckt. In dem Baumstumpf da. Der ist 9. Und da haben wir gleich 3 Kollegen. Incendio. Accio. Signoso. Shit. Kann's doch nicht sein. Warum werde ich denn einfach so schnell fertig gemacht bei den Kämpfen?
könnte auch... Probier's mal, ob es geht. Einfach mal umschwimmen. So, schwimm mal bitte. Ist das okay, dass es jetzt einfach mal grün ist? Oh shit, ich muss da hinten rein. Da komme ich ja eh nicht umher, das mit dem Kampf, oder? Ja, schwimm mal da rein, bitte. Ja, wobei. Ach, hier rein. Komm, schwimm da mal rein. Was soll ich mit einem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Und das alles nur mit Toast. Kann das sein? Besuch? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime, von Peeves stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergilbten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja... Du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Das ist eine ganz blöde Idee. Vor allem nach dem letzten Kampf. Aber okay. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Aber du bist doch ein Geist. Du kannst doch da einfach mal hinschwirren und mir sagen, was da drin ist. Just saying. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Ganz ehrlich, wenn ich dich da so als Geist sehe, mit entsprechenden Wunden, dann macht es mir garantiert nichts aus, dass ich dich doch dann auch nicht in echt so sehe. Also ich habe schon länger keiner mehr.
Okay. Hm, eine Karte. Scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Nee, das ist ein Nebending. Ja, da mal wieder raus hier. Der Feld eingeht nicht so auf leicht über das hier. Jo, wir haben Kampffokus. Komm, gib Gas. Ich will da weg. Ach, der ist hier mega weit hinter mir. Und? Was ist? Jo, das war's. Meins hin. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Der Junge war nie gut genug für Apollonia. Was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Ja, ein bisschen kurzlebig. Aber das wäre der Auftrag für die Schule. Ah, ein Hauch von Liebe, das ist beides mit ihm. Ja, probieren wir das sonst nochmal mit dem nochmal. Cory, wo ist was? Ich werde, warte mal, ich muss Entwaffnungszauber lernen. Okay. Wo ging es besonders gut? Bei E eventuell hier. Oh, Stellreise geht nicht. Warum geht es nicht? Wenn auch da hin beispielsweise. Ne, ich komme da nicht mit dem Auto hin. Da müsste ich sie dann mal kurz fragen, wie das aussieht. Ne, Moment mal. Das ist, nein, das ist Eingangs da. Hm. Ach, ich will das mit dem Duellkampf nicht machen. Schatz, der Schatzkarte. Das mit der Ausweichrolle könnte vielleicht was werden, wenn wir das mit den Spinnen machen. Die waren ja hier irgendwo in der Gegend. Nächste Weg. Oder mit der Puppe werden wir vielleicht nichts machen, dann vielleicht nur die erste Sequenz aktivieren. Hm. Ah, gut, machen wir das eventuell nochmal. Aufträge.
So. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.